Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Pokémon Go. Ich bin Chaos Lady. Die Zeichentrickwoche startet heute, den 6. November um 8 Uhr Ortszeit und geht bis 12. November 22 Uhr Ortszeit. Wir bekommen besondere 7 Kilometer Eier. Ihr werdet häufiger Pichu, Mantirps, Riolu und Tragosso bekommen. In der Wildnis spawnen andere Pokémon und es wurde herausgefunden, folgende Pokémon tauchen häufiger auf. Bisasam, Tragosso, Feuerriegel, Dratini, Owei, Paras, Sichlor, Habitak, Weltmütze, Pikachu, auch als Shiny verfügbar, Wampel, Mauzi und Plinfa. Ihr könnt jeden Tag 5 Fotobombs abholen und es taucht Go auf und als Belohnung bekommt ihr Sichlor. Im Shop gibt es neue Avatar-Items, die sich auf Go beziehen und die sollen kostenfrei sein. Zu diesem Event gibt es besondere Raid-Bosse. In den 1er-Raids findet ihr Bisaknosp, Dratini, Traunfugil, Wuingenau, Shinux, Praktibalg und Klick. In den 2er-Raids findet ihr Alola Kokowai, Alola Knogger, Pinsir, Relaxo und Golgantis. In den 5er-Raids natürlich Lugia und in den Mega-Raids die üblichen Bekannten. Zu diesem Event gibt es auch eine zeitlich begrenzte Feldforschung im Heute-Tab und diese ist richtig randgefüllt mit Pokémon und auch etwas Bisaflor-Mega-Energie. Die Aufgaben strecken sich auf 11 Seiten, das ist richtig krass und ich glaube, sie sind nicht so schwer. Das war's schon von der Zeichentrickwoche. Das war jetzt ein bisschen schnell, aber ich hoffe, ihr kommt damit klar. Am Samstag und am Sonntag findet übrigens ein Ticket-Event in Amerika statt. Da es aber bei uns nicht stattfindet und wir auch nichts davon haben, werde ich auch hier nicht weiter drauf eingehen. Am Montag, den 9. November um 22 Uhr Ortszeit, findet dann der kleine Cup in der 5. Saison in der Go-Kampfliga statt. Dazu habe ich für euch eine Infografik, wo ihr dann sehen könnt, welche Konter da so am häufigsten wahrscheinlich auftreten und wie man sie denn am besten einsetzt. Am Dienstag, den 10. November von 18 bis 19 Uhr findet wieder eine Rampenlichtstunde statt. Da bekommen wir Pummeluff sehr häufig in der Wildnis und aus dem Rauch und wir bekommen doppelte Erfahrungspunkte fürs Fangen. Natürlich werde ich diese Rampenlichtstunde wieder streamen, weil ich brauche Pummeluff. Am Mittwoch, der 11. November von 18 bis 19 Uhr findet eine legendäre Raidstunde statt, natürlich mit Lugia. Achtet bitte darauf, wenn ihr Lugia bekämpft, dass ihr mindestens 6 Spieler seid, dann seid ihr hoffentlich auf der richtigen Seite. Achtet aber auch auf das Trainerlevel, also mindestens 3 Spieler zwischen 38 und 40 solltet ihr schon dabei haben. Weitere Infos zu Lugia findet ihr in der Endcard in meinem Lugia-Video. Am besten einfach das nochmal anschauen, falls ihr da noch nicht genug Infos dazu habt. Nächste Woche Donnerstag, am 12. November, 22 Uhr Ortszeit, endet dann die Zeichentrickwoche. Ich gehe mal davon aus, dass es Freitag vielleicht dann ein neues Event gibt. Wäre natürlich schön, wenn das wieder genauso lang wäre. Also ich würde solche Events in dieser Länge zumindest mal begrüßen. Ich würde mir aber auch natürlich gerne wünschen, wenn manche Events vielleicht einfach ein bisschen länger gehen, um bestimmte Pokémon zu bekommen. Eine Sache habe ich noch vergessen. Und zwar, auf Reddit steht, dass eventuell die Shiny-Rate von Tragosso 4-fach erhöht ist, weil das so in der Vergangenheit gewesen ist, dass wenn bestimmte Pokémon in der Ankündigung angekündigt worden sind, dass sie irgendwie Shiny sein können, dann haben die anscheinend eine höhere Rate. Falls ihr also Tragosso braucht, solltet ihr vielleicht in diesem Event auch Tragosso jagen. Ansonsten ist die Shiny-Rate von den anderen Pokémon nicht verändert. Was ich jetzt leider nicht mehr recherchieren konnte, ist, ob Riolu eigentlich eine andere Shiny-Rate hat als die normalen Pokémon oder ob Riolu tatsächlich eine Chance von 450 hat. Das wäre natürlich ziemlich hart und dann würde sich ja so ein 7-Kilometer-Ei nicht unbedingt lohnen. Also falls das jemand weiß, dann darf er das gerne in die Kommentare schreiben. Wenn es Nachweise gibt, immer gerne mit dabei. Ich bedanke mich recht herzlich fürs Zusehen. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Falls ja, lasst gerne ein Like da. Wenn ihr weitere Videos nicht verpasst wollt, abonniert den Kanal. In der Videobeschreibung findet ihr noch weitere Kanäle von mir. Und bis zum nächsten Mal. Batsch.